es ist nochmal wirklich was ganz, ganz Besonderes, weil das sind vielleicht 3 Dutzend Namen, 4 Dutzend Namen, die da oben stehen. Und da wirklich Teil davon sein zu dürfen, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Echt cool, vor allem wenn die Eltern auch schon drauf sind. Freut mich sehr, vor allem als Piefke in Österreich, dass die Ehre mir zuteil wird, das ist was sehr Schönes. Ja, einerseits mit sehr großen Erfolgen, aber andererseits sind für mich Legenden auch irgendwie immer Leute, die mehr als ihr Sport waren oder wo halt einfach auch so eine zusätzliche Geschichte noch dahinter steckt. Also ich sehe mich definitiv nicht als Legende, da gibt es ganz andere. Aber wenn man sieht, was für Persönlichkeiten die Sportler auch sind, die trotz der ganzen Erfolge auch noch Menschen geblieben sind, dann das macht für mich eigentlich eine wahre Legende aus. Selbstvertrauen haben und sich selber auch nicht von seinem Weg abbringen lassen und Vertrauen in die eigenen Stärken zu haben, aber eben auch gleichzeitig sich das richtige Umfeld zu basteln und einem wirklich sich selbst die Leute an die Seite holen, die einen weiterbringen. Immer kämpfen und das, egal ob du im Rollstuhl sitzt oder nicht, es ist völlig wurscht, es sind alles nur Menschen und von dem her ist es was Wunderbares, dass auch Menschen mit Behinderungen verewigt werden und vor allem auch, dass das an die Nachwuchsarbeit geht, da kann man nicht genug dafür tun.